Herzlich willkommen zu einem weiteren Retro-Let's Play. Ich bin Tom Paris und heute spielen wir die Lemmings. Tja, die Lemmings, die kleinen Butler. Wir starten einfach direkt. Viel einsteigen kann man nicht, wir fangen von vorne an. Ist ein altes Spiel. Kann man noch dazu sagen. Im Gegensatz zu meinen anderen Let's Plays werde ich hier ein paar Level hintereinander, denke ich, aufnehmen, weil die Levels relativ kurz sind. Ja. Und los geht's. Tja, und das war's eigentlich auch schon in dem Level. Ich hatte das vorher ganz kurz angespielt, aber ja, die ersten zwei Level getestet, wie es ist. Und ehrlich gesagt, ich guck mal, wie viel Spaß mir das bringt in den laufenden Episoden. Das war's schon mit dem Level 1. Ja, jetzt gibt's hier, glaube ich, irgendwie so einen Code für Level 2. Den schreibe ich mir mal nicht auf. Ich spiele das quasi live mit euch durch. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht sterbe. Das Spiel ist eigentlich so simpel. Ich denke mal, gerade die ersten 4-5 Level. Das geht. Was mich interessieren würde, ist, kann man hier die Geschwindigkeit erhöhen, wenn ich mir das nicht... Also man kann hier die Lemminge, die rauskommen, auf jeden Fall erhöhen. Aber nicht die Geschwindigkeit, ne? Nee. Kann die alle in die Luft jagen? Komisch, eigentlich. So. Jetzt sind wir in Level 3. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Haha. Oh, das sieht schon ein bisschen tricky aus. Wobei. Ach so, am Anfang steht auch immer die Prozentzahl, wie viel das Überleben ist. Ah, siehst du, jetzt kommen hier mehr. Ha! Ich hab den Atombombenknopf gedrückt. Jetzt müssten eigentlich alle in die Luft gehen. Jo. Wenigstens oldschool Musik. Hm.
war das in der Vergangenheit tatsächlich so einfach? Ich weiß es nicht. Es kommt mir doch relativ leicht vor. Naja, das sind noch die ersten Level. Wenn man nachher mehrere Sachen auf einmal machen muss, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Prozent gerettet. Super. So, mal sehen, was das fünfte Level für uns bringt. Und das sieht schon um einiges interessanter aus. Hier ist so ein Grafikbug. 10% müssen gerettet werden. 50 Lämmige kommen durch. Das heißt, 5 Stück müssen... also nicht kommen durch, sondern kommen raus. 5 Stück müssen... Ich weiß nicht, wie lange die sich graben. Bis zum Ende. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ah, dann ist das Level ja doch simpel. Ah, wo mache ich jetzt strategisch am besten hier? Direkt hier, oder? Ah, perfekt. Tja, das war's dann eigentlich auch schon. Zu einem, ja, mehr oder weniger spannenden Let's Play Lemmings. Also haben wir diese Retro-Games an sich. Dass sie, na, ich will jetzt nicht sagen, alle langweilig sind, aber also speziell dieses oder Monster Bash, was ich gespielt habe, war schon recht eintönig. Naja. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich wünsche euch mit der nächsten Episode viel Spaß.